ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Hier ist Kati und ich habe mal wieder meinen File of Facts und werde heute wieder 3 Bilder malen. Beim letzten Mal hatte ich auch wieder einige kleine Bilder gemalt und da habt ihr euch gewünscht, dass ich das jetzt häufiger mache. Also, wen es nicht interessiert, einfach abschalten und wen es interessiert, einfach dranbleiben. Und jetzt seht ihr 3 unterschiedliche, einfache, schöne Bilder, die man zum Beispiel im File of Facts malen kann. Oder die eignen sich natürlich auch ganz gut vielleicht so als kleines Tattoo, wenn man sich mal wieder ein Tattoo aufmalen will. Wir haben ja schon einige Videos dazu auch gemacht. Tattoos selber machen, also temporäre Tattoos, die sich dann nach einer Zeit wieder abwaschen. Da eignen sich diese Bilder auch alle ganz gut. Und ja, jetzt geht's los mit dem ersten. Als erstes male ich eine Libelle. Ich male die mit einem schwarzen Fineliner. Also das ist ein Stift, der hat einerseits so eine breite Seite und wenn man den so seitlich nimmt, ist das ein Fineliner. Und ich mache erst hier 2 Kreise, hier vorne vor, das male ich schon mal so ein bisschen schwarz aus. Und jetzt mache ich erst so den Körper von der Libelle. Der besteht ja immer so aus unterschiedlichen Gliedern, die so aneinander gesetzt sind. Wenn die Libelle groß genug ist, dann kommt der erste Flügel. Auf der anderen Seite auch genau der gleiche Flügel. Es kommt schon hier ein bisschen an den Rand, aber passt, glaube ich. Und hier drunter der zweite Flügel. Dann fehlen natürlich hier vorne noch so die Beine. Und die Flügel der Libelle kann man natürlich jetzt ganz unterschiedlich gestalten. Man kann die Flügel zum Beispiel bunt anmalen oder eben so ein ganz feines Muster reinmachen. Oder man kann auch was Schönes dann reinschreiben oder ein ganz außergewöhnliches Muster reinmachen, was gar nicht so zu einer Libelle passt. Meine Libelle habe ich jetzt mit ganz unterschiedlichen Mustern gemacht. Hier, das ist so ein bisschen typisch das Libellenmuster, also so ganz feine Stränge, die so durch den Flügel gehen. Hier habe ich dann einfach mal so Streifen gemacht. Hier ein bisschen andere Streifen, dazwischen immer einen schwarzen, etwas breiteren Streifen. Oder einfach so kleine Herzchen. So sieht es natürlich ein bisschen kunterbunt aus. Das würde ich jetzt noch ein bisschen bunt anmalen. Und ja, sonst kann man natürlich sich dann auch für eins entscheiden und alle Flügel dann gleich malen. Ich habe die Libelle jetzt noch ein bisschen bunt ausgemalt. Das sind alles natürlich nur Beispiele. Zum Beispiel habe ich das hier so leicht pastellfarben angemalt mit Buntstift, die anderen alle ziemlich bunt mit Filzstift. Alles zusammen passt jetzt nicht so gut, sondern ich wollte einfach nur mal zeigen, was man so für verschiedene Möglichkeiten hat. Aber da fällt euch sicher auch noch selber ganz viel zu ein. Vielleicht habt ihr noch eine ganz besondere Idee, die könnt ihr natürlich dann gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir schon zu meiner zweiten Idee und das ist etwas, das kann man natürlich überall hin machen, irgendwo an die Ränder oder jetzt hier einfach direkt dazu. Das ist so ein Muster, zum Beispiel so ein Kringel, da dran dann so Streifen, daran kleine Kreise. Also da kann man auch seiner Kreativität einfach freien Lauf lassen. Bisschen Zickzack, dann mal wieder ein Kringel hier, dann so Striche da dran. Das kann man einfach so lange fortsetzen, bis das Ganze ein flächiges Muster ist. Ein Dreieck mache ich dann immer noch mal so von einem Dreieck aus, wieder hier so ein paar kleine Striche. Dann mehrere Kreise nebeneinander. Hier nochmal Striche. Hier nochmal ein Kreis. Ein Dreieck. An dem Dreieck wieder Striche. Hier zwischen fehlt noch ein kleiner Strich, dann kommt hier nochmal wieder ein Kringel hin. Dann an dem Kringel wieder kleine Striche nach außen und so weiter. Also da kann man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man kann zum Beispiel auch noch einzelne Teile dann hier so schwarz ausmalen. Oder vielleicht noch mit einer Farbe arbeiten und mit verschiedenen bunten Farben was machen. Also da gibt es wirklich alle Möglichkeiten. Ich habe immer so als elementare Teile eben diesen Kringel. Striche aller Art, entweder so in alle Richtungen oder so Striche wie hier, die dann so nebeneinander sind. Die können gerade sein, die können aber auch so gebogen sein. Dann habe ich
Kreise, entweder kleine Kreise oder man kann natürlich auch immer einen etwas größeren machen und da rein dann noch weitere kleine oder Dreiecke, Zickzackmuster. Und bestimmt fällt euch da noch viel mehr ein. Man kann natürlich auch mal ein kleines Viereck oder vielleicht nicht so einen richtigen Kringel, sondern nur so eine kleine, wie eine kleine Schlaufe, so etwas. Und wenn man das einfach über eine ganze Fläche so macht, sieht das total schön aus, finde ich. Also da kann man eben entweder eine komplette Seite mitgestalten oder dann so an den Rändern. Es macht auch Spaß, wenn einem ein bisschen langweilig ist, wenn man dann einfach so drauf losmalt und so ein Muster macht. Und das sieht bei jedem dann hinterher anders aus. Also das ist wirklich ein ganz individuelles Muster dann. Man kann das Muster natürlich auch in eine schöne Form bringen. Ich habe das Ganze jetzt so weit fortgesetzt, dass ein ganzes Herzchen entstanden ist. Vielleicht habt ihr auch noch schöne Ideen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier noch so Wellenlinien mit reingemacht oder nochmal ein paar kleine Herzchen hier oben. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen. Das könnt ihr gerne auch alles unten in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt, ob ihr das nachmachen möchtet. Da würde ich mich wirklich darüber freuen. Und dann kommen wir auch schon wieder zur letzten Idee. Das ist wieder was ganz Einfaches. Und zwar male ich so einen kleinen Blumentopf und in dem Blumentopf sind zwei Kakteen. Also der Topf ist wirklich einfach zu malen und für die Kakteen mache ich einfach so Striche, so Schlaufen. Und an diese Kakteen mache ich jetzt ganz viele Stacheln in alle Richtungen. Den Topf kann man noch so ein bisschen so an der einen Seite ein bisschen dunkler machen, damit das etwas dreidimensionaler aussieht. Und jetzt brauche ich das Ganze nur noch schön ausmalen und dann ist dieser kleine Kaktus schon fertig. Das kann man wirklich ganz schnell machen und das gelingt auch eigentlich immer. Und ich finde, es sieht auch irgendwie immer total niedlich aus. Ich glaube, da kann auch jeder erkennen, was das sein soll. Ich habe schon ein bisschen übergemalt hier an der Seite. Das mache ich nochmal mit Schwarz ein bisschen. Noch ein paar kleine Stacheln dazu. Kann natürlich auch noch so ein kleines Herzchen zum Beispiel so darüber malen. Das gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. Das ist ganz niedlich mit so einem kleinen Kaktus. Und das war die Nummer 3 von meinen Bildern im Filofax heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, welches Bild euch am besten gefallen hat, was ihr nachmachen möchtet. Vielleicht, ob ihr noch weitere Ideen habt hier für die Flügel, ob ihr noch weitere Ideen habt für die Muster, welche kleinen Elemente man nehmen kann und in welche Form man das bringen kann. Und vielleicht auch, wenn ihr zu dem kleinen Kaktus noch was sagen möchtet. Gerne einfach alles unten reinschreiben in die Kommentare. Und sonst gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt auch, ob ihr noch weitere Bilder sehen möchtet. Beim letzten Mal hatten einige geschrieben, sie wünschten sich, dass ich jetzt regelmäßig immer so 3 Bilder zeige, vielleicht einmal pro Woche oder alle 2 Wochen. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt es auch unten in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Ja, das war's dann auch schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!